und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal Duftliebetäts. Ich bin die Nicole. Ich bin der Manuel. Und wir sind eure unabhängigen Sensi-Berater. Ja, heute haben wir den Sensi-Club für euch. Unser Club-Abo vom Juni 2022. April und Mai hatten wir keinen Sensi-Club bekommen, weil die habe ich abbestellt gehabt. Weil man kann ja einmal im Jahr einmal seine Clubbestellung aussetzen. Würde man das zweite Mal in dem Jahr machen, dann würden die Düfte, die nicht mehr verfügbar sind, also die man nicht aktuell hinzufügen kann, aus dem Sensi-Club rausgeworfen werden. Und wir haben ja 3 Sensi-Clubs. Ich weiß es nicht. Ja, ist glaube ich besser so. Wir haben ja 3 Sensi-Clubs mit Lieblingen, die immer mal so ein bisschen aussortiert werden, weil manchmal kommen natürlich Düfte nach und da sagt man dann, ja, welcher gefällt mir jetzt besser, der oder der? Und da muss ich sagen, habe ich hier jetzt auch in dem Sensi-Club welche gesehen, die vielleicht einem Duft weichen müssen, der jetzt in der Sommerkollektion geht. Jetzt schauen wir mal. Jetzt schauen wir erst einmal, genau, aber bevor ich jetzt noch weiter rumlaber, zeigen wir euch mal die 10 Düfte. Wir haben da 10 Düfte. Wir haben 3 Sensi-Clubs, die vierteljährlich kommen. Die haben wir natürlich alle 3 auf unterschiedliche E-Mail-Adressen, weil auf eine E-Mail-Adresse geht es nicht. Man kann auf eine E-Mail-Adresse nur machen. Einen Sensi-Club, ja, und da kann man nur einmal einen Monat, einmal zweimonatlich und einmal dreimonatlich machen. Aber wir haben einen geschäftlichen Sensi-Club. Ich glaube, das ist sogar der. Der Manuel hat einen privat und die Nicole hat einen privat. Er weiß nur nichts davon. Genau, und dann haben wir das so gemacht, dass halt jeden Monat ein Club kommt. Mit jeweils 10 Düften und dann meistens noch der Whiffbox zum halben Preis und ja. Ich habe einen Sensi-Club. Ja, Schatzi, du hast einen Sensi-Club. Einen geschäftlichen und einen privaten. Einen privaten, okay. Na gut, dann starten wir jetzt einmal. Willst du anfangen? Ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, was wir alles haben. Ja, das siehst du jetzt dann schon. Sun. Rip and Berry. Das ist wieder irgendein so ein Duft. Nein, das war der vom Jahr. Ich glaube, das war von Januar der Duft des Monats. Kriegst du den gar nicht auf oder was? Das riechst du auch so. Da brauchst du nicht aufmachen. Das ist so ein bäriger, fruchtiger, schöner Duft eigentlich, finde ich. Ich riech nur Axe gerade aktuell. Wieso Axe? Hände waschen. Ach so, mein Mann hat jetzt mit einem Duschgel die Hände gewaschen. Weil bei uns ist nämlich das Problem. Wir haben ja tonnenweise Handseife und ich habe auch im Sale gestern, im Flash Sale, der ja noch bis heute Abend um 20 Uhr geht, mal schauen, vielleicht kommt das Video noch rechtzeitig hoch. Also heute, Donnerstag ist heute, ja. Heute Donnerstag, 7. bis 20 Uhr geht noch der Flash Sale, was da noch übrig ist, könnt ihr noch shoppen. Und ich habe ja gestern Handseife eingekauft, wie blöd. Aber das Problem ist, die Handseife, Die schafft es nicht von da nach oben. Nee, die geht halt einfach nicht von alleine von dieser Wohnung in die Wohnung da oben. Und das ist echt immer ein Problem. Und jetzt hat er Duschgel genommen. Ja. Genau. Auf jeden Fall ist es ein schöner, bäriger, fruchtiger Duft. Da ist ein wenig so eine zitrische Note mit drin. Und ich bilde mir auch ein, da ist ein wenig Kirsche mit drin. Was hast denn du jetzt? Der hat dir auch gefallen damals. Ich glaube, das war der Duft vom Duft des Monats vom Januar. Konsa, sagt er. Ja, der ist auf jeden Fall noch im Sensi-Club drin. Dann haben wir einen aus der 10 Jahre Sensi-Europa-Kollektion. Und zwar habe ich den damals auch in den Sensi-Club gepackt, weil der eigentlich schon irgendwie ganz cool ist. Strawberry Champagne Trüffel. Ja, manchmal haben wir es eben, dass keine Deckel drauf sind. Mein Gott, keine Folien drauf sind. Das ist jetzt bei dem hier zum Beispiel der Fall. Aber ich würde sagen, ich finde ihn nicht schlecht. Der hat so was erdbeerig-spritziges mit einem Hauch von Vanille. Aber ich bin ganz ehrlich, würde jetzt während des Votings, der Bring Back My Bar dürfte, das geht ja noch bis zum 9. Juli um 9 Uhr in der Früh, würde da
wenn es das Universum gut mit mir meint, Strawberries Will gewählt werden, würde der den Club verlassen und dafür Strawberries Will kommen. Der riecht so wie dieses, wie war das, wie diese Campino Erdbeersahne. Diese Rolle Bonbons. Da. Bonbons. Na, Bonbons für die Bonbons. Wie diese Bonbons, ja, genau. Ja, genau. Und dafür würde der auf jeden Fall weichen. Und dann haben wir... Ich habe mir halt gedacht, bevor kein Erdbeerduft, dann lieber den. So, jetzt bist du dran. Dann haben wir Sherry Vanilla. Ja, den habe ich aus der letzten Bring Back My Bar Aktion, also die im Januar da war. Ach, da kommt sofort. Habe ich den Kirche. In den Club gepackt? Mir in den Club? Habe ich den dir, meinen Schatz, in den Club gepackt, weil du den cool fandest? Ja, fand ich cool, aber ich habe ihn nicht oben in meinem Büro. Das heißt, der wird dann gleich mal mitten auf. Ja, armer Bub. Armer Bub. Wir haben so viele Düfte und er darf sich keinen aussuchen und mit nach oben nehmen. Nein, weil er immer zu faul ist. Schade. Weil halt die Düfte auch. Ja, das ist das gleiche wie mit der Handseife. Ne? Die gehen nicht von selber nach. Guck mal halt nicht mehr auf, ne? Also, ja, genau. Wenn mal so Aufzug, wo man da einen Roboter oder einen Aufträg, das wäre schon nicht schlecht, ne? Oder wenn die Alexa das bringen würde, das wäre auch nicht schlecht. Genau. Ja, Sherry Vanilla. Aber es, ich finde, es dominiert hier die Kirsche. Ja, ja, die gell? Kirsche. Ja, ist absolut. Ein wunderschöner Duft. Absolut. Ist jetzt ein schöner Sommerduft. Mhm. Dann haben wir Pina Colada Chacha. Der war auch in der 10 Jahre Europa-Kollektion mit drinnen. Und ja, es ist einfach auch kein Dings drauf. Ja, es ist Pina einfach, Colada. Ich liebe es einfach. Weiß, ein Hauch von Kokosnuss ist da drin, Ananas. Man riecht auch den Rum raus und ja. Das ist einfach ein mega geiler Duft. Den gab es jetzt auch in der Whiff-Box, solange der Vorrat eben vorhanden war. Also in der Juni-Whiff-Box, die haben wir ja auch mit dabei. Aber da muss ich dann mal gucken, was da drin ist, ob da das noch drin ist oder ob da was anderes drin ist. Weil die Juni-Whiff-Box, die wurde einfach bestellt wie bekloppt. Ja, und ich habe den halt schon im Club, den Pina Colada Chacha. Und bei uns regnet es, jetzt fahren die Autos draußen vorbei. Ja, weil halt einfach dazu. Geil ist. Ich stehe sowieso auf Pina Colada. Whipped Vanilla Lavender. Ich kann nicht lesen. Ja, nee. Das geht einfach nicht. Es ist nicht, weil er nicht lesen kann, sondern weil er es nicht sieht. Ach, der ist einfach schön lavendig. Lavendig. Lavendelig. Lavendelig. Hat ein schöner Lavendelduft. Ja, ist ein schöner Lavendelduft mit einem Hauch Vanille. Wunderbar. Also, Manuel steht auf Lavendeldüfte. Ja. Ist eigentlich so ein Schlafzimmerduft. Ja. Wir haben im Schlafzimmer die Duftblume davon und da kommt dann ab und an immer mal so ein immer noch Hauch. Die Duftblume? Ja. Noch ja. Ja. Immer noch. Aber den haben wir uns halt einfach auch im Sensi Club gesichert. Mal schauen, ob er drin bleibt, da bin ich mir noch nicht sicher. So, dann habe ich einen Duft, den mag ich unheimlich gern. Der riecht für mich wie Kiba, Kirschbananensaft. Und das hat nichts mit Kiba zu tun. Nee, es hat nichts mit Kiba zu tun. Das ist Strawberry Basil. Das war aus der Gartenkollektion letztes Jahr. Und ich finde, wenn man da rein riecht, ich rieche da kein Basilikum, ich rieche einfach Kiba. Kirschbananensaft. Ja, absolut. Oder? Ja. Und deswegen finde ich den so geil. Und deswegen bleibt der da auch drin. So, dann haben wir Coco-Lime. Coco-Lime, den hatten wir schon mal im Club, dann habe ich ihn rausgeschmissen. Mhm. Und ich glaube, im Januar war der dann wieder bei Bring Back My Bar dabei. Jetzt, und dann habe ich ihn wieder neu. Wenn man so riecht, dominiert natürlich die Limette. Ja, finde ich auch. Ja. Das ist jetzt so ein richtig schöner, sommerlicher Duft, finde ich. Der würde jetzt halt sehr gut in die Lampe passen, ja. Wenn man mit aufnehmen würde. Ja. Oder hier unten düfteln würde. Ja. Ja. Coco-Lime, da muss man eigentlich nichts weiter dazu sagen. Der war damals auch in einer Kollektion, das war die International Kollektion und da waren internationale Lieblinge drinnen. Genau. So, dann haben wir noch Almond Cream, das ist auch einer aus der Bring Back My Bar Aktion im Januar und der riecht wie, habe ich auch für meinen Schatzi in den Club gepackt und der riecht wie geil. Er riecht einfach da. Amaretto. Das finde ich riecht so richtig ja. Nach Amaretto. Da ist der Toasted Coconut Amaretto. Ich glaube, der war jetzt halt in der Bring Back My Bar Aktion drinnen. Nicht so Amaretto-mäßig. Das riecht eher so nach diesen gebackenen Amarettinis. Aber der Almond Cream,
Da geht aber eigentlich jetzt schon fast mehr in die herbstliche. Ja, das ist die herbstliche, weihnachtliche Richtung, finde ich jetzt ehrlich gesagt auch. Ist jetzt für aktuell nicht so unser Favorit. Aber dann, wenn halt im September die Luft wieder würziger wird, dann kann ich mir den wieder sehr, sehr gut vorstellen. So, dann haben wir, oh Gott. Fearless by Nature von Frozen. Jetzt schaut er wieder weg. Ja, ich glaube, die Leute haben es gesehen. Von Eiskönigin. Wie heißt der? Der Sven-Duft ist Sven, das. Der Sven, genau. Svenny. Da riecht so noch Pfefferminz ein bisschen, oder? Nee, ich finde, er hat was moosig, waldiges, frisches. Denkt er dich da nach Pfefferminz? Also ich rieche da keine Pfefferminze raus. Eher so dieses moosig, waldige, frische. Nee, ich rieche Spearmint, Pfefferminz raus ein bisschen. Ich glaube, da ist Eukalyptus oder irgendwas. Oder irgend sowas. Also Pfefferminze ist es nicht, aber es ist irgendwas schönes, frisches, kräuteriges. Genau. Das ist für mich so ein schöner... herbstlicher oder... eigentlich eher, wenn du im Wald bist. Ja, so wenn du im Wald unterwegs bist. Durch den Schnee vielleicht dapselst, wenn da mal wieder Schnee liegt. Ja, schon. Pfefferminze ist eher in dem Olaf-Duft drin. Den haben wir natürlich auch im Sensi Club in einem anderen drinnen. Aber den habe ich einfach mal reingepackt, weil ich mir gedacht habe, den habe ich jetzt extra für dich aufgenommen. Den müssen wir... aber ganz ehrlich, vor dem bin ich gar nicht mehr so begeistert. Ich finde... aktuell hat der, ich weiß nicht, manchmal verloren. Für mich schon. Ich, Dumbo-Duft ist natürlich immer noch sehr beliebt bei euch und ich glaube aber, den werfe ich raus aus dem Sensi-Club, weil mein Favorit ist es einfach nicht. Er ist zwar wirklich schön fruchtig und so, aber man entwickelt sich ja auch manchmal so ein bisschen in andere Richtungen. Ich stehe aktuell voll auf die Bananendüfte. Deswegen ist der Bananasduft auch im Sensi Club drinnen. Die konnte ich vor ein paar Jahren überhaupt nicht haben. Die Ananasdüfte konnte ich letztes Jahr überhaupt nicht haben. Aber jetzt aktuell finde ich die mega. Haben wir gesagt, die Banane ist so künstlich irgendwie, ne? Ja, damals. Ne? Und jetzt finde ich das richtig geil, wie eine richtig schöne, reife Banane. Aber bei dem Dumbo, da hat sie meinen Geschmack wegentwickelt. Es ist genauso wie mit dem Angel, den finde ich auch nicht mehr so prickelnd. Da finde ich den Aladdin-Duft wesentlich besser. Aber ja, genau. Dumbo ist jetzt noch im Club, aber der wird wahrscheinlich rausfliegen. Weil ihr seid auch nicht mehr so narrisch drauf, weil ihr den wahrscheinlich jetzt auch selber in den Club gepackt habt. Und deswegen kann ich ihn dann rausnehmen. So, und dann haben wir hier noch die Wiffbox von Juni, das wusstet ihr ja, hat einen Wert, glaube ich, von 89,25 Euro gehabt und da war eben auch der Pina Colada Chacha Duft drin. Und jetzt schauen wir uns mal an, was wir da noch drin haben. Also der Flyer war dann auch nicht mehr drin. Ich glaube, entweder waren die Flyer aus, weil es nur so viele Flyer gab wie Pina Colada Chacha, oder sie haben sie dann nicht mehr rein, weil der halt eben nicht mehr da war. Und wir haben auf jeden Fall drin die Duftblume Coastal Sunset. Die habe ich in Buttercup Bell hier drinnen. Dann haben wir Scent Circle Mahalo Coconut. Genau. Einen Scent Pack in Pink Haze. Ich glaube, das war das letzte Mal. In der anderen Box waren das auch andere Düfte. Ich glaube, weiß gar nicht. Dann haben wir einen Mini Diffuser in Silber. Genau, und da war ja eben dann auch noch einmal Pots dabei und da haben wir eben die Green Tea and Jasmin, weil halt eben die aus der Sommerkollektion dann schon relativ aufgebraucht waren, haben sie halt gewechselt in die reguläre Kollektion. Dann haben wir einen Bar Feeling Punchy. Genau, der ist jetzt wahrscheinlich im Austausch drin, weil Pineapple Packer, der war auch in unserer anderen Box drin. Genau. Weil das waren nämlich, glaube ich, zwei Ananasdüfte. Einmal der Pina Colada Chacha und einmal Pineapple Packer. Genau. Ja, also es war halt dann zum Schluss der gleiche Warenwert drin, aber andere Produkte. Und das ist halt immer so, wenn Sensi die Produkte nicht mehr reinpacken kann, die eigentlich dafür vorgesehen waren, dann bekommt man halt andere Produkte im Austausch. Genau. So, zum gleichen Preis. Ja, der gleiche Warenwert bleibt, aber es sind halt dann andere Düfte und das ist einfach immer so. Genau.
Genau. So, das war's jetzt von uns für dieses Video. Ja. Ja. Ihr könnt uns ja mal schreiben, welche Düfte ihr davon im Sensi Club drin habt. Und ja, vielleicht habt ihr ja den einen oder anderen aus der letzten Bring Back My Bar Aktion. Stimmt auf jeden Fall noch fleißig ab. Bis zum 9. Juli um 9 Uhr in der Früh funktioniert es auf jeden Fall noch. Und ja, wenn ihr jetzt keinen Lieblingsduft habt, nehmt einfach Strawberry Swirl, bitte. Da lacht er. Ich liebe diesen Duft, der ist einfach so toll und so cremig und irgendwie schafft er es nie da mal in die Top 10. Da kommen dann eher wieder welche, die schon mal da waren in der Bring Back My Bar. Oder die Homo nicht wollen. Ja, aber das ist vielleicht auch dem geschuldet, weil der relativ früh war, der Duft. Ja. Viele kennen den. Da gab es noch nicht so viele Kunden oder noch nicht so großes Interesse an Sensi und deswegen kennen den sehr wenige und genau. Dementsprechend war da auch wahrscheinlich wenig gewählt. Aber wenn ihr da drauf steht, auf diese Campino-Bonbons, ich weiß nicht, ob es die noch gibt, die gab es früher mal, dann ist es echt ein geiler Duft. Really, wirklich, ehrlich. So, genau. Schreibt uns doch mal gerne, welche Düfte ihr davon im Club habt. Habe ich gerade schon gesagt. Lasst ein Abo da. Genau, da freuen wir uns natürlich auch sehr. Aktiviert die Glocke und dann verpasst ihr nie wieder ein Video von uns. Ach genau. Ja, diesen Monat gibt es ja auch diese Challenge noch für uns. Die läuft schon seit letztem Monat. Wenn wir 3 Sensi-Club-Abonnenten haben, die einen Club von mindestens 71 Euro abschließen, dann erhalten wir einen Rucksack. Aktuell spinnt unser Incentive-Tracker. Wir müssten schon 2 Stück haben, weil ein neues Sensi-Club-Abo wurde nicht gezählt, weil die Kundin schon ein Sensi-Club-Abo hatte und noch ein zweites zusätzlich abgeschlossen hat. Ja, uns fehlt bis Ende des Monats noch ein Sensi-Club mit 71 Euro. Ich würde es dann gleich voll machen mit 85 Euro, dass er noch was zum halben Preis aussuchen dürft. Zum Beispiel die Whiffbox oder vielleicht eine Duftblume oder Putzmittel, whatever. Also es sind Verbrauchsprodukte, die da reingepackt werden können. Und ja, ein Club fehlt uns noch und da würden wir uns riesig drüber freuen. Und mein Schatzi wird sich unglaublich über diesen Sensi-Rucksack freuen. Aber ich glaube, das schaffen wir noch. Ich denke. Genau, das ist mal ganz positiv gestimmt. Na gut, dann wünschen wir euch auf jeden Fall eine schöne Zeit und ich hoffe, wir sehen uns dann bald wieder in einem unserer nächsten Videos. Ciao! Tschüss.